Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Donnerstag, ne? Oh mein Gott, schon wieder die Woche rum. Nicht zu fassen, ja. Könnt ihr mich bitte mal einen Moment in Ruhe lassen? Wir haben bewölktes Wetter, wie ihr vielleicht seht. Und wir haben hier einen Pascha, der mein T-Shirt jetzt dreckig gemacht hat oder mein Shirt. Ja, es ist bewölkt und aber mild. Also es ist nicht so kalt, wie es vielleicht aussieht. Es ist relativ mild. Die läuft auch im T-Shirt rum. das wäre mir jetzt nicht so kalt, aber es ist nicht, ist mild. Das kann man schon sagen. Die haben wir hier eben hingekackt. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe das zwar alles eingesammelt eben, aber kriegt man ja trotzdem nie so richtig alles weg. Ich habe aber vor allen Dingen, da wir noch ein bisschen Sonne haben, die Wäsche schon einmal reingemacht, damit sie leicht ist. Jetzt haben wir hier auf dem Motorrad stehen. Und ich frage mich gerade, ob das Motorrad vom Gärtner ist. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. Genau. Also, ich wollte einfach nur euch heute einmal begrüßen. Wir haben Donnerstag, wie gesagt, und ich hatte heute vor, ein bisschen mit den Gardinen und im Haus das, was wir gekauft haben, einmal anzubringen. Wie geht es mir heute Morgen? Ja, wieder Kopfschmerzen, aber keine Übelkeit. Alhamdulillah, ist ja auch schon mal gut. Kopfschmerzen kann man auch nicht so richtig als Kopfschmerzen diagnostizieren, sondern eher als so einen dicken Schädel. Ja? Also als würde irgendwas drauf liegen, das sieht ihr mir ja auch immer an, nach meinen Augen. Ne? Da braucht man gar nicht viel sagen, glaube ich. Genau, also die beiden werde ich noch ein bisschen shorten und dann wieder online stellen. Ich hoffe, die Sonne bleibt tagsüber, weil wir haben Bewölkung angesagt bekommen. Wir haben auch Regen nachher angesagt bekommen, heute Nachmittag. Und vor allen Dingen soll es auch so bleiben. Eigentlich war die ganze Woche schön angesagt. Und jetzt steht in meiner App alles wolkig und Regen eine ganze Woche lang. Da wollen wir hoffen, dass die sich wieder irren. Würde mir jedenfalls gut tun. Ich versuche jetzt alles noch mal zu waschen, weil in den nächsten Tagen kann es nur schlechter werden. Genau. Also, so viel dazu. Ich werde jetzt die Hunde wieder ein bisschen filmen. Nein! Und ja, genau. Mehr habe ich jetzt im Moment nicht zu tun. Gefrühstückt und alles, das habe ich natürlich noch nicht. Das mache ich dann nachher. Ich stelle erstmal meine Videos ein. Das mache ich dann immer morgens. Dann ist das weg und dann kann ich in Ruhe essen. Und ja. Vergesst dann nicht mehr irgendwas. Ja, viel Spaß heute. So, jetzt werde ich die Videos einstellen. Ich habe meine Shorts gedreht. Ich werde mich mal hier hinten hinsetzen und mal eben zwei Bilder geschossen. Ich brauche aber meine Brille. Und die liegt drin, die muss ich nochmal reingehen. Wäre schon mal nicht schlecht, wenn ich hier nochmal so ein bisschen einmal waschen würde heute, weil das sieht schon arg dreckig aus. Und der ganze Dreck würde mir sonst alles ins Haus kommen. Einmal waschen ist, glaube ich, nicht schlecht. Das macht dann meine Maschine da die ganze Zeit. Ja, die wäscht noch. Leider, leider, die ist noch nicht fertig. Ja, ich hoffe, ich kriege das noch einigermaßen in der Sonne durch, bevor der Regen kommt. Sonst muss ich das alles wieder hier drin hinhängen. Ne? Das will ich ja jetzt gar nicht. Gut, ich stelle jetzt mal die Videos ein, versuche mich hier mal ein bisschen hinzusetzen zu den Hunden und stelle die Vormittagsvideos ein. Und dann habe ich Kaffeedurst. So. Ich habe jetzt hier gesessen und meine Vlogs eingestellt und ob ihr es glaubt oder nicht, mir wird es jetzt kalt. Ich gehe rein und werde mich drin hinsetzen, frühstücken, aber ich bin auch fertig. Shorts habe ich auch gedreht. Pascha dürfte in seinem Ding liegen. Ja, die beiden sind jetzt müde vom vielen Raufen und dann gehe ich mal rein und beginne mit der Arbeit. Beziehungsweise drehen muss ich genau, aber frühstücken und dann mit der Arbeit beginnen. Ich muss unbedingt Videos produzieren. Oh. Erst zeigt er 13 Minuten an, dann zeigt er 16 Minuten an, jetzt hat er wieder 17 angezeigt. Hatte, mach! Ich hoffe, die Maschine geht nicht kaputt, ne? Weil ohne Waschmaschine ist schon scheiße. Da muss ich wieder anrufen und dauert das, bis die kommen und naja. Na, wieso bleibst du denn jetzt stehen? Verstehe ich nicht. Eigentlich. Ich will die aufhängen, damit das nicht regnet und noch ein bisschen antrocknet wenigstens. Naja. Und meine ganzen
Sachen, die ich wieder trinke. Ich habe jetzt mir hier schon Honig reingemacht mit Essigwasser. Und will ich einmal kurz trinken. Hier drin ist mir wieder richtig kalt, ne? Oh mein Gott, ich will wieder was überziehen. Heute habe ich zu wenig Honig reingemacht, glaube ich. Das ist das Öl. Das hat jetzt nicht so ein Spubbelding da drauf, sondern so ein Klemmding, so ein Dosierdings. Jetzt muss ich mal aufpassen. Einmal habe ich das vergessen, dass da keine Dosierkappe drauf ist. Und dann habe ich das einfach so wumm rauf. Und dann hatte ich den ganzen Salat hier auf meinen Fliesen. Aber ich habe versucht, alles wieder einzusammeln. Auch nicht lecker, aber besser als das andere. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was trinken. Ah, eklig. Und dann die Kaffeemaschine an. Nee, Cappuccino, wenn ihr denkt, warum trinkt sie denn eigentlich keinen Cappuccino? Ich habe ja jetzt Milch auch schon mal. Zum Frühstück mag ich keinen Cappuccino. Also wenn ich morgens aufstehe und mein Brot und so esse, muss es reiner schwarzer Kaffee sein. Da würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, Cappuccino zu trinken. Aber wenn ich gefrühstückt habe und wenn ich gegessen habe, dann ist früher langsam die Cappuccino-Zeit gekommen. Also mit aufgeschäumter Milch und Espresso rein. Aber morgens zum Frühstück nie im Leben würde ich das trinken. Schwarzer Kaffee, so stark wie möglich und so 2-3 Becher mindestens. Wasser. Kalt. Das Wasser ist auch kalt. Auch kein Wasser drin. Mann. Und dann beginne ich mal Tag, ne? Hunde schlafen schon. Ich hatte jetzt kein Video gedreht, ne? Das habe ich vergessen. Normalerweise drehe ich morgens immer ein Video von den Hunden. Das habe ich verbummelt, ne? Das habe ich total vergessen. Und jetzt schlafen die. Aber ich kann sie nicht aufnehmen, weil die schlafen da. Guck dir das mal an. Der muss uns schießen, ne? Sie hat sich da hingelegt, weil ich habe eben beide gestreichelt und die waren so eifersüchtig. Vor allen Dingen Madame ist eifersüchtig gewesen. Und dann hat sich Pascha hier hingelegt. Und dann bin ich zu Pascha gegangen, habe sie erst da gestreichelt. Dann habe ich ihn hier gestreichelt und dann kam sie von da hier hin. Dann hat sie versucht, mit auf dem Sessel zu stehen, damit sie die Höhe von ihm hat. Und das hat nicht geklappt. Dann ist sie noch eine Station höher gegangen, nämlich auf den Tisch, damit sie noch höher ist als er. Und ich dann doch ihn bitte, sie bitte am meisten streichle. Deswegen, und dann hat sie sich da hingelegt. Das sollt ihr aber nicht, ne? Da wird ja irgendwann gegessen. Ja, es ist jetzt nur, das machen die später nicht mehr. Nein, machen sie nicht mehr. Ja, also sowieso, wenn man isst, muss man das einmal abspritzen. Ja, das wollte ich ja auch noch. Ne? Ich wollte noch einmal spritzen, habe ich nicht gehört. Es regnet sowieso, ja? Egal, oder? Ja. Aber hier ist auch doof aufzunehmen, euch. Es ist so eine Ecke. Das sieht immer scheiße aus, wenn man das so... Aber es ist so süß. Vielleicht mache ich das mal. Mal gucken, ob ich die Position hinkriege, dass ich euch das aufnehmen kann. Ja. Naja, mal gucken. So, ich bin jetzt hier mal dabei, schon die Gardine zu schneiden. Wie immer, das ist immer bei diesen türkischen Gardinen, ne? Jedes Mal das Gleiche. Seht ihr, sind die total schief vernäht, ne? Das ist echt immer das Gleiche. Wir haben ja damals auch für unser Hamburger Haus Gardinen bestellt und die sind auch schief geschnitten, tief, schief genäht. Seht ihr, ne? Ich habe das jetzt hier versucht, ganz gerade einmal hinzulegen. Und hier ist es nicht gerade genäht. Die Abschlüsse sind schief.
Ne? Also ich verstehe nicht, wie man das immer hinkriegt. Ne? Jedenfalls ist es ein richtig dicker Stoff. Das ist so ein Kordstoff, sieht man vielleicht ganz gut. Also wirklich sehr dick und qualitativ. Warum muss man sowas so scheiße, entschuldigt bitte, nähen? Ne? Naja gut, also ich werde das jetzt versuchen einmal zu schneiden. Ich hole jetzt auch nochmal mein Bügeleisen, dann werde ich das noch einmal bügeln und dann versuchen gerade zu schneiden. Zuvor muss ich aber die Wäsche aufhängen. Das mache ich jetzt mal eben. Ich habe übrigens noch einmal hier alles rausgeholt, was ich gestern geshoppt hatte. Nämlich einmal dieses gute Ding, hat ja 50 Teller gekostet. Naja, 50 Teller. Der einmal für meine Desinfektionsgeschichten und den auch nochmal in Rot, das gleiche. Und diesen Toilettenhalter für 5, nee, für 30. 30 hat der gekostet und jeweils 50. Die Lira steht bei 32 Teller, 32,5. Die fressen da gerade. Und ja, ich werde jetzt mit der Arbeit beginnen. Zuvor muss ich aber Wäsche aufhängen. Das mache ich mal eben. Ich habe schon ganz viel gemacht. Ich habe 4 oder 5 Videos abgedreht. Und für die Vormittagsvideos immer. Und jetzt ist es ungefähr 1:30. Die Hunde haben auch wieder Hunger, deswegen fressen sie da. Aber die haben noch von heute Morgen. Deswegen, ich warte noch ein bisschen, dann kriegen sie noch mal Trockenfutter dazu. Ja, und jetzt hänge ich einmal Wäsche auf und dann werde ich das einmal abbügeln hier, damit ich das möglichst gerade schneiden kann. Und dann hänge ich das einmal auf, beziehungsweise werde das dann erstmal waschen und dann aufhängen, dann nochmal bügeln wahrscheinlich. Genau, das ist ein richtig schöner, dicker Kordstoff. Er gefällt mir gut, wenngleich es mir ein bisschen zu dunkel ist eigentlich. Aber ja, die Kissenbezüge passen ja sowieso alle nicht so wirklich gut. Das heißt, ich werde mal versuchen, dass ich Kissenbezüge finde, die genau diese Farbe haben. Da muss ich nochmal auf die Suche gehen. Ja, Hunde sind aufgewacht. Die haben bis eben geschlafen, ob ihr das glaubt oder nicht. Bonjuk hat auf dem Tisch geschlafen, hatte ich euch auch aufgenommen. Und er hat hier auf den Sesseln geschlafen. Dann hat er sich allerdings in sein Haus verzogen. Auch da habe ich Videos drüber gedreht für alle, die das interessiert. Die können dann ja mal gucken. Gut, beginnen wir mal mit der Arbeit. Die Teppiche werde ich auch gleich kleben. Vielleicht wische ich erstmal, bevor ich mit dem Schneiden der Gardinen anfange. Dann kann das nämlich schon mal trocknen. Und dann werde ich versuchen, mit Colonia zu desinfizieren, die Klebestellen, damit ich auch gut kleben kann. Jetzt hänge ich aber erstmal die Kochwäsche auf. Ich habe nämlich Kochwäsche gewaschen. Ui, das ist mega warm, aber schwül. Deshalb habe ich schon Angst, dass meine Wäsche nicht trocken wird. Hauptsache es regnet nicht. Ausblick einmal aufs Meer. So sieht es heute aus. Die bauen schon wieder richtig gut da. Guck mal, sind alle da fleißig. Ist eigentlich erschreckend, da kann ich immer nur wieder sagen, wie nah man an die Menschen heranscrollt. Also mich könnte ja noch näher ran, ne? Und dann kannst du ganz genau zugucken, was sie da machen. Also das finde ich schon erschreckend, was die Technik heute alles so macht. Ja, aber wenn wir nicht viel ändern. Wir werden jetzt einmal Wäsche aufhängen. So. Immer so schwül geworden, das war eben noch nicht so. Puh. Dann trocknet aber die Wäsche auch nicht, wenn das so schwül ist, leider. Ich glaube nicht, dass das trocken wird bis heute Abend. Das mit Sicherheit nicht. Soll ja auch regnen. Überall liegen meine Wäscheklammern hier auf der Erde. So, das war's an Handtüchern. Ne, eins noch.
keine Wäscheklammer mehr. Schade eigentlich. Na, hat er einen Miau. Aufhängen jetzt. Wollt ihr ein bisschen da hingucken? Könnt ihr ein bisschen hier runter gucken. So, nichts passiert, ne? Außer Vögel. Ja, ja, was ist das? Jetzt Schuhe lasse ich immer hier stehen. Und dann gehen wir einmal runter. Und das Bügeleisen würde ich aber eigentlich noch mitnehmen, weil ich hier einmal bügeln werde. Genau. Nehmen wir einmal mit. Dann kann ich besser schneiden. Und ich wollte aber einmal die Treppe noch vorher wischen, ne? Dann ist das nämlich schon mal zum Trocknen angelegt. Das mache ich mal eben. Was machen denn meine Hunde? Die toben da jetzt rum. Pascha ist ordentlich am Spielen wieder da. Eben konntet ihr ihn, glaube ich, gar nicht sehen, ne? Ja, so ist das. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Mache ich mal einmal Wasser voll. Am besten ohne Spülmittel, ne? Damit es nicht rutscht. Ich glaube, das ist schlauer. Oh, kein Button mehr. Wieso eigentlich nicht? Hä? So eigenartig.
aus. Jetzt habe ich denn keinen Wischlappen mehr. Muss ich mal unbedingt wieder welche kaufen, oder was? Hä? Ich habe so viele gehabt. Da ist noch einer, aber... Hä? Eigenartig. Gut, dann wische ich einmal ohne Spülmittel quer die Treppen runter. Möglichst staubfrei. Und dann kleben wir die Teppiche gleich. So. Da bin ich aber gespannt, wie das aussieht. Bin wirklich gespannt. Weil das ist schon echt kalt immer. Und es ist ja auch die einzige, das einzige, was ich hier noch habe, was quasi ja, ohne Teppiche ist, bis auf das große Zimmer. Und da habe ich jetzt auch schon eine Idee, was ich da mache. Aber das, dafür müsste ich noch mal runter. Aber ja, dann wollte ich auch, ob ich das heute noch mache. Erstmal werde ich jetzt mal hier alles verlegen, was ich schon habe. So, damit wir mal wissen, wie das überhaupt aussieht. So, einmal den Eimer immer mit und einmal euch. So schlimm kann das nicht sein, weil sie wische ich eigentlich immer regelmäßig die Treppe. Aber Staub ist natürlich trotzdem immer und ich wische auch immer mit Spülmittel. Das ist natürlich auch dabei. Blume. Hab mich vor der Blume erschrocken. Ja, es ist fast nichts da zum Wischen eigentlich. Alles sauber. Muss auch die Seiten hier immer machen. Und die habe ich ja auch kleben. Das habe ich jetzt vergessen. Hier an den Seiten. Weil da muss ich ja auch kleben. Ich muss das ja hier runterkleben. Das ist auch schon ewig her, dass ich das von aus habe. Ist der Gärtner da? Das hört sich so ein bisschen so an. Mal gleich mal gucken. Bin ja immer noch
gespannt auf meinen Hühnerstall. So, wie ich hier auch nichts verpassen, was da passiert. So, ich glaube, jetzt könnt ihr ganz gut gucken einmal, oder? Alles Marmor hier. Hier wird ja noch ganz viel mit Marmor gearbeitet in der Türkei, weil das ja auch das Anbaugebiet hier bzw. das Erntegebiet von Marmor ist. Und deswegen hast du hier ganz viel in den Küchen und auf den Treppen, gerade bei Häusern, die früher gebaut worden sind, aus Marmor. Obwohl der immer echt ganz schlecht verarbeitet wird. Der sieht überhaupt nicht gut aus. Ne? Das ist so schöner Marmor, aber an den Ecken und Seiten so schlecht verarbeitet. Das ist immer richtig schade anzugucken eigentlich. Wie so ein teures Material nicht so schön verlegt wird. Hier noch dabei, ja. Also, hier war es nichts zu sehen, also waren es wahrscheinlich die Hunde. Die sich da kloppen. Das war das. Ui. Kaputt, ne? Jetzt müssen wir so eine scharfe Schere suchen, damit wir die Gardinen einmal schneiden können. Das nächste Problem. Ich habe nämlich keine scharfen, guten Scheren, leider. Leider, leider. So zwei olle Dinger hier. Aber das war's auch. Versuchen wir mal unser Glück. Erstmal würde ich ein bisschen bügeln wollen. Also mein Bügeleisen ist so schlecht, das bügelt überhaupt nicht. Aber ich habe versucht, so ein bisschen die Naht zumindest zu machen, dass ich schneiden kann. Aber das bügelt fast ja richtig gar nicht mal. Mann, da muss ich jetzt mal aufpassen. Ganz schlechtes Bügeleisen habe ich leider hier. Irgendwie wieder eine Nachbarin, die immer hierher guckt. Ja, das ist echt doof, ne? Naja, aber wir tun nur unser Bestes. Mein Bügeleisen bügelt das nicht im Mindesten, ja? Wirklich gar nicht. Das habe ich da unten gerade, aber hier nicht. Ich glaube, ich lasse das mal dann so. Hilft ja nichts. Scheiße. Einmal abstecken könnte ich vielleicht hier. Aber...
Ich werde das mal einmal abstecken und nadeln. Wenigstens. Aber meine Nadeln sind jetzt auch irgendwie ganz hinten. Da muss ich alles rauswühlen jetzt aus dem Schrank. Das mache ich nicht. Genau, ich mache mal von der anderen Seite, weil so ist das für mich die falsche Seite. So, also machen wir das mal von da. So. Schneidet ja gar nicht. Mal gucken, ob ich es reißen kann. Dann würde es vielleicht gerade reißen. Nee, der lässt sich nicht reißen. Die andere Schere. Wo ist die jetzt hin? Was habe ich denn mit der anderen Schere gemacht? Das letzte Mal, als wir Gardinen gemacht haben, da waren wir noch auf dem Dorf. Erinnert ihr euch noch? Oh, nee, Leute, ja. Meine Lebensprioritäten versetzen sich auch immer. Ja, die ist besser. Hier wird schief, leider. Sieht man auch an der Naht jetzt. Ich muss auch noch so einen roten Faden kaufen, damit ich das dann umnähen kann. Den habe ich leider nicht. Ich habe nur weiß, sonst hätte ich das jetzt gleich mit umgenäht. Aber ich brauche erstmal roten Faden, sonst sieht man das ja sofort. Gut, erster ist geschafft. Gut, zweite folgt zugleich. Das
sind die Hunde. Süß. Die ist nicht ganz so kraus, die ist besser, glaube ich. Die scheint auch gerader genäht zu sein als die andere. Mal gucken.